Brandenburg aktuell zu Wochenbeginn. Schönen guten Abend. Heute an meiner Seite für die Kurzmeldung Christina Derli. Guten Abend. Ja, so einige hatten heute etwas wegzutragen hier im Land. Hier einige unserer Themen. 900 Seiten dick, Gesetzentwurf zur Kreisreform vorgelegt. Und nochmal, tausende Schüler wiederholen Mathe-Abi. Und Wasserrohrbruch, Bauarbeiten am Bassinplatz dauern an. 900 Seiten dick ist der Gesetzentwurf, den die Landesregierung heute vorgelegt hat. Passt zum sperrigen Vorhaben, die Kreis- und Verwaltungsstrukturreform. Seit Jahren wird um die geplante Reform hochemotional gestritten. Eine Volksinitiative, getragen von Teilen der Landtagsopposition, will sie verhindern, komme was da wolle. Heute also legte Woidkes Kabinett den konkreten Plan auf den Tisch. Gleich sprechen wir mit ihm darüber. Vorher stellt uns Michael schon vor, was jetzt drinsteckt. Es ist ein schwerer Tag für Innenminister Karl-Heinz Schröter. Nicht, weil er im Kabinett mit Ärger rechnet, sondern weil er 12 Kilogramm Akten in die Staatskanzlei schleppt. Die Grundlage für das Gesetz zur Kreisreform. Nach Jahren der Diskussion liegen knapp 900 Seiten Gesetz auf dem Tisch. Die Debatte ist trotzdem noch nicht vorbei. Ich sage immer, das war die Flachlandetappe. Jetzt geht's in die Berge. Wir stehen vor dem Anstieg Alpe d'Huez. Jetzt ist die Landesregierung nicht mehr Herr des Verfahrens. Jetzt entscheidet der Landtag. Aus den bisher 14 Landkreisen und 4 kreisfreien Städten sollen 11 Landkreise und die kreisfreie Stadt Potsdam werden. Alles schon in 2 Jahren. 450 Millionen Euro sind für die Reform geplant. Ein großer Teil des Geldes soll die Schuldenlast der bislang kreisfreien Städte lindern. Von Cottbus, Frankfurt-Oder und Brandenburg an der Havel. Auch wenn die Regierung den ersten Entwurf noch einmal nachgebessert hat, die Gegner bleiben bei ihrer Ablehnung. Wir finden, es gibt wichtigere Aufgaben, die derzeit die Politik zu lösen hätte. Unter anderem gute Bildung für Brandenburg, mehr Sicherheit für Brandenburg, gute Straßen in Brandenburg. All die Themen werden ignoriert. Stattdessen macht die Regierung eine Landkreisreform oder will sie machen, die am Ende keinem Brandenburger wirklich weiterhilft. Wir werden natürlich in gleicher Weise weitermachen, werden jetzt schnellstmöglich ins Volksbegehren hineingehen. Und hoffen dann, dass wir also auch wirklich sehr zügig dann das Volksbegehren abschließen können. Das wird dann irgendwann Anfang des nächsten Jahres sein, um dann auch zum Volksentscheid zu kommen. Die Grünen unterstützen die Reform nach wie vor grundsätzlich, verlangen im Detail aber Verbesserungen. Für uns ist jetzt ein neues Problem hinzugekommen. Das ist die Aussetzung der Direktwahl der Landräte. Der neue Gesetzentwurf sieht vor, dass in den neu geschaffenen Landkreisen die Direktwahl dann für 8 Jahre ausgesetzt wird. Das ist für uns eine Position, die wir ablehnen. Nach jahrelanger Diskussion könnte es jetzt übrigens ganz schnell gehen. Die SPD will die Kreisreform noch in diesem Jahr beschließen. Der Ministerpräsident ist bei uns, Dietmar Woidke. Guten Abend. Schönen guten Abend. Der Innenminister Schröter sprach von Bergetappe, die jetzt kommt, das Anstrengende. Unser Eindruck war, Sie haben sich eigentlich schon seit Jahren damit gequält. Warum haben Sie es nicht geschafft, das zügiger durchzuziehen? Dann hätten Sie vielleicht auch viele Diskussionen erspart. Also die Diskussion geht in der Tat schon sehr lange im Land. Wir haben seit dem Jahre 2011 eine Enquetekommission, die daran gearbeitet hat. Und wenn man dann bis heute guckt, 6 Jahre intensive Arbeit schon im Parlament. Es gab vorher schon viele Diskussionen. Wie kann sich das Land auf die kommenden Jahrzehnte gut vorbereiten? Vor dem Hintergrund, dass weniger Finanzen aus Brüssel, aus dem Länderfinanzausgleich zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund, dass es eine große demografische Entwicklung im Land gibt. In der einen Seite positiv mehr Einwohner, andere Seite negativ weniger Einwohner. Das hören Sie schon ganz groß aus, Herr Woidke. Die Frage war ja, warum konnten Sie es nicht schneller durchziehen und hätten sich so viele Diskussionen erspart? Ich glaube, es ist richtig, dass man die Diskussion sehr intensiv führt. Wir haben uns das auch vorgenommen. Wir wollten nicht eine Reform von oben weg, sondern wir wollten eine Reform, wo mit den Menschen gesprochen wird. Sehr viel ist geredet worden, es ist sehr viel diskutiert worden, es sind auch viele Hinweise gekommen. 600 waren es alleine jetzt zum Referentenentwurf des Innenministers und die mussten eingearbeitet werden. Zum großen Teil ist das passiert und ich glaube, der Gesetzentwurf heute ist ein sehr guter. Sie sagen, es ist viel mit den Menschen gesprochen worden. Warum schaffen Sie es trotzdem nicht, das Misstrauen auszuräumen, dass die Wege zum Amt nicht doch länger werden am Ende? Die Frage ist natürlich eine Frage, die eng mit der Geografie zusammenhängt. Und heute ist der erste Beschluss der Landesregierung zur Geografie gewesen. Das heißt, wie sehen die zukünftigen Landkreise aus? In den Landkreisen wird es dann wieder darum gehen, wo sind Verwaltungssitze in Zukunft beheimatet? Und das sind die Fragen, die man dann beantworten kann, wenn die entsprechenden Entscheidungen gefallen sind. Und deswegen denke ich auch mit dem heutigen
Beschluss sind wir da schon einen großen Schritt weitergekommen, auch in der Diskussion mit den Menschen. Solange Beschlüsse nicht gefasst sind, kann man diskutieren, wie man will. Es wird ja dann gesagt, na, ihr habt es ja noch nicht beschlossen. Oder aber ihr diskutiert mit uns, aber ihr habt sowieso schon alles fertig. Warum dann jetzt die Eile? Bis Ende des Jahres soll der Landtag das beschließen? Der Landtag wird es bis Ende des Jahres beschließen können, da bin ich fest von überzeugt. Wobei der Landtag sich auch Zeit nehmen wird, die Sachen einzeln zu prüfen. Es ist ja ein sehr umfangreiches Gesetzesvorhaben, nicht nur die Verwaltungsstrukturreform, sondern auch die Funktionalreform. Und ich glaube, dass es gut ist, jetzt die Entscheidung zu treffen, auch um die Vorbereitungszeit zu haben für die kommende Kommunalwahl. Die wird voraussichtlich im Mai 2019 stattfinden. Da brauchen natürlich die betroffenen Landkreise entsprechende Vorlaufzeiten. Die Strukturen müssen langsam eingenommen werden und es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen ist ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, richtig. Und es wäre gut, wenn wir bis Ende des Jahres die entsprechenden Gesetzentwürfe zu Gesetzen machen können. Oder wollen Sie der Volksinitiative gegen die geplante Reform auch so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen mit der Eile? Ich habe keine Angst vor der Volksinitiative. Ich glaube, dass wir die Diskussion auch sehr offen führen können. Wir sind auch gesprächsbereit mit der Volksinitiative. Wir sind daran interessiert, eine gemeinsame Lösung zu finden. Allerdings, was nicht geht, ist, dass wir uns heute hinsetzen und sagen, es muss überhaupt nichts passieren in diesem Land. Wir lassen alles mal so laufen, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Und dann können wir immer noch über Veränderungen reden. Ich glaube, das wäre das falsche Signal. Es wäre auch die falsche Basis für eine gute weitere Entwicklung des Landes. Und deswegen ist das, was heute auf dem Tisch liegt, erstmal eine gute Diskussionsgrundlage. Der Landtag wird mit Sicherheit sehr intensiv diskutieren und wir werden dann ein gutes Gesetz beschließen. Und das ist die Zukunftssicherung, ein wichtiger Teil der Zukunftssicherung für das Land Brandenburg für die kommenden Jahrzehnte. Also gilt eine Bergetappe, die da noch bevorsteht. Dankeschön. Es stehen immer noch Bergetappen bevor und ich glaube aber heute ist schon eine wichtige, man kann es ja auch sagen, eine wichtige Etappe ist heute schon abgeschlossen worden, dass die Regierung einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der, glaube ich, wirklich im Guter ist. Dankeschön, Dietmar Woidke. Ich danke Ihnen. Ja, das Interview haben wir aus Termingründen kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Christina macht weiter mit ersten Kurzmeldungen. Auch zwei Monate nach dem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Kremmen fahndet die Polizei weiter nach dem Täter. Für Hinweise hat sie jetzt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Gesucht wird ein 25 bis 45 Jahre alter Mann, der mit dunkler Kleidung und einem Rucksack unterwegs war. Der Brandanschlag war von Videokameras aufgezeichnet worden. Der Unbekannte hatte zwei Brandsätze auf das eingezäunte Gelände geschleudert. Verletzte gab es nicht. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnten einen Molotow-Cocktail sofort löschen. Der zweite entzündete sich nicht. Am Potsdamer Landgericht ist der Prozess um einen tödlichen Messerangriff mit einem Freispruch gegangen. Ein zum Tatzeitpunkt 17-Jähriger war in Ludwigsfelde mit dem 16-jährigen Opfer in Streit geraten. Beide Jugendliche lebten in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Kammer sah es als erwiesen nach der Hauptverhandlung an, dass der Angeklagte in Notwehr gehandelt hat. Wer in Notwehr handelt, handelt nicht rechtswidrig und folglich kann er wegen der begangenen Tat dann auch nicht bestraft werden. Das Gericht folgte übrigens mit seiner Entscheidung den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Ein schwerer Unfall hat sich heute Morgen auf der Autobahn 24 ereignet. Dabei kam nahe Kremmen im Kreis Oberhavel ein Mann ums Leben. Er war Beifahrer in dem verunglückten Fahrzeug und starb noch am Unfallort. Der Kleintransporter war gegen 4 Uhr früh rechts von der Fahrbahn abgekommen, frontal gegen ein Verkehrsschild geprallt und anschließend mehrere hundert Meter auf dem Grünstreifen weitergerutscht. Ein hinten sitzender Insasse aus der Ukraine, der laut Polizeiangaben nicht angeschnallt war, überlebte den Unfall nicht. Der Fahrer wurde verletzt. Die beiden anderen Begleiter erlitten einen Schock. Unfallursache könnte Sekundenschlaf des Fahrers sein. Die A24 war wegen der Bergungsarbeiten in Richtung Hamburg gesperrt. Jetzt aber richtig. Nach der blamablen Panne bei der Mathe-Abiturprüfung im Mai mussten rund 2600 Schüler heute noch mal ran und auslöffeln, was manche Lehrer, Lehrpläne und Brandenburgs Bildungspolitik ihnen eingebrockt hat. Sie erinnern sich, die Kritik vieler Schüler war, dass in einer ganzen Reihe von Schulen eine Aufgabe gar nicht oder unzureichend behandelt wurde. Und ein Gutachten hat das auch bestätigt. Ob das heute wirklich eine zweite Chance oder einfach nur unnötiger Stress war, hat Michael Scheibe nachgefragt. Geschafft. Die zweite Runde Mathe-Abi haben diese Schüler vom von Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel hinter sich. Seit früh um 9 haben sie geschwitzt. Und wie war's?
Es war auf jeden Fall besser als der erste Versuch. Es war auch eine einfachere Prüfung, aber einfach ist noch das falsche Wort. Also es war schon schwer, aber die erste war deutlich schwerer schon. Also mir ist im Endeffekt in der ersten Klausur gar nicht aufgefallen, dass das gar nicht im Lehrplan war. Das habe ich dann im Nachhinein mitbekommen. Und jetzt, die Aufgaben waren jetzt im Lehrplan und dementsprechend auch leichter, ja. Rund 2600 Schüler saßen landesweit heute zum zweiten Mal über ihrem Mathe-Abi. Der Grund: beim ersten Mal am 3. Mai gab es eine Logarithmusaufgabe, die viele Schüler verzweifeln ließ. Die Aufregung war groß. Ein Gutachten der Potsdamer Uni zeigte es dann schwarz auf weiß. Viele Schüler waren nicht genug vorbereitet. Rund 30% aller Mathelehrer sollen bei Fortbildungen zum neuen Lehrplan gefehlt haben. Ich denke eher, dass es durchgeschlüpft ist bei vielen, gerade auch bei erfahrenen Kollegen, die sie gesagt haben, Mathe machen wir schon immer. Was soll sich da groß ändern? Das hat mir einige Kollegen auch aufgeschrieben. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, würde ich jetzt nicht den Fehler darin suchen, dass nur die Fortbildungsneigung von Lehrerinnen und Lehrern dazu geführt hat, dass es jetzt eben diesen Mangel beim ersten Mal gab. Ist damit das Problem gelöst? Ganz und gar nicht. Viele Lehrer sind sauer, dass ihnen die Abi-Panne in die Schuhe geschoben wird. Zu wenig Mathestunden und die fehlende Trennung von Grund- und Leistungskurs seien die wirklichen Ursachen. Wir haben seit Jahren auf diese Missstände hingewiesen. Wir haben gesagt, es ist in dieser Zeit nicht zu schaffen. Wir brauchen Handreichung, wir brauchen konkretere Formulierungen in Rahmenplänen. Und das sind ja all die Dinge, die auch das Gutachten eigentlich festgestellt hat. In den nächsten Tagen sind die Lehrer besonders gefordert. Wie hier am von Saldern-Gymnasium werden jetzt Sonderschichten gefahren, um den Termin der Zeugnisübergabe zu halten. Da muss man die auch noch mal an dieser Stelle loben. Das ist für die auch zusätzlich viel Arbeit, die sich Gott sei Dank machen. Und dann, da es erst am 29. die Zeugnisse gibt, ist das alles noch sehr entspannt zu sehen. In einer Woche sollen alle Abiturarbeiten kontrolliert sein. Wenn es dann mit der Zensur hinhaut, steht dem Abiball Anfang Juli nichts mehr im Wege. Ja, hoffentlich. Bildungspolitik, auch ein Thema, das den Anstoß geben kann, sich einzumischen. In unserer Reihe Die Einmischer begleiten wir ganz verschiedene Leute, die bei den großen Fragen nicht länger nur zusehen wollen. Flüchtlingskrise, Islamismus, Terror, AfD und Donald Trump. Schulz kontra Merkel, Wahljahr 2017. Es sind unsichere, aber auch bewegte Zeiten. Bürger sorgen sich, sie streiten und sie mischen sich ein in die Politik. Von der Willkommensinitiative bis zur AfD. Wir begleiten in diesem Sommer 5 Brandenburger Neueinsteiger bis zur Bundestagswahl. Und heute treffen wir Jürgen Koch. Neu ist er nicht. Jedenfalls ist er nicht zum ersten Mal in einer Partei. Und der Jüngste, mit Verlaub, ist er inzwischen auch nicht mehr. Früher war er Kommunist, heute ist er in der AfD. Für den Mann aus Werder an der Havel offenbar kein großer Spagat. Er sieht verschiedene Berührungspunkte. Hanno Christ hat ihn getroffen. Wer Jürgen Koch treffen möchte, der hat hier die besten Chancen. In seiner Gaststätte in Werder. Seit 17 Jahren betreibt er die Havelbucht. Angespült wurden hier auch Souvenirs der untergegangenen Republik, ein kleines DDR-Museum. Selbst die ersten DDR-Fernseher haben hier bei Kochi ihren Platz gefunden. Ich war immer der Meinung, die guten Sachen aus dem Westen, die guten Sachen aus dem Osten wären gutes Deutschland geworden. Und deshalb bin ich, sagen wir mal, so ein bisschen, konträr den derzeitigen regierenden Parteien, die da ein bisschen diesen Mischmasch nicht so hinbekommen. Einmal schon, erzählt uns der 65-Jährige, war er in einer Partei. Damals in der DDR, als er noch überzeugter Kommunist war. Kurz vor der Wende trat er aus der SED aus. Seit wenigen Tagen nun ist er in der AfD. Wenn Sie mal den Bogen schlagen von dem jungen Mann, der Sie mal waren, der, wie Sie sagen, überzeugter Kommunist, heute bei der AfD, was haben die beiden gemeinsam? Na, ich denke mal, ist für mich wesentlich die soziale Sicherheit der Bevölkerung, also der Masse der Bevölkerung. Die Nationalität, muss ich mal wieder sagen. Wir waren in der DDR stolz darauf, dass wir Deutsche gewesen sind. Die anderen Parteien hätten ihn nicht überzeugt. Die SPD tue zu wenig für die soziale Gerechtigkeit. Die Linke zu sehr Ostpartei. Die CDU eine Partei des Geldes. Die FDP versuche zumindest echte Opposition zu sein, aber nein, auch nicht. Dieser soziale Ausgleich, denke ich, dass wir den mit der AfD eher hinkriegen als mit einer anderen Partei. Oder zumindest in der Opposition, dass da jemand da ist, der den Regierenden sagt, bis dahin und da nicht weiter. Ne?
was im Moment keiner dieser Parteien macht. Koch bewundert die Parteichefin Frauke Petri. Doch auch der umstrittene Björn Höcke habe seinen Platz in der AfD, auch wenn der das Dritte Reich in einem anderen Licht sehen möchte. Koch zählt sich nicht zu den Abgehängten. Er hat ein Haus, Kinder, ein Auskommen. Er ist mit den etablierten Parteien eigentlich gut gefahren. So bin ich in der AfD ohne Frust, ohne irgendwelche Wut auf irgendwas, sondern ich möchte einfach nur verändern. Ich möchte diese politische Richtung, die die AfD vertritt, sprich das Nationale zu haben, das Europa zu haben, was uns nach vorne bringt. Und nicht diese Globalisierung, diese Multikulti in dieser Form, wie es jetzt gemacht wird. Sein Haus sei offen für alle, sagt er, auch für Muslime. Nur den Gebetsteppich müssten sie zu Hause lassen. Heute ist eine Modenschau für ältere Gast. Morgen vielleicht mal wieder die Linke, die CDU, die AfD. Schließlich ist bald Wahlkampf, auch in Kochis Havelbucht in Werder. Ja, wir bleiben regional, aber ganz anderes Thema. Ein folgenschwerer Rohrbruch war das, mitten in der Landeshauptstadt am Bassinplatz Anfang Juni. Ja, nicht nur die Straße am Bassin war weitgehend überschwemmt worden, auch tausende Haushalte waren vorübergehend ohne Wasser. Und die Baustelle wird noch länger dauern als geplant, wie Isman Albua berichtet. Seit dem spektakulären Wasserrohrbruch am 2. Juni finden auf dem Potsdamer Bassinplatz Reparaturarbeiten statt. Und die dauern länger als geplant. Rund um die Baustelle befinden sich Geschäfte. Kein schöner Anblick, etwa für die Gäste dieses Cafés. Wir merken es natürlich, gerade weil viele Touristen, die im Sommer halt herkommen, wegbleiben oder nicht den Weg direkt zu uns finden. Der Lärm ist nicht sonderlich angenehm. Der Rohrbruch hatte die Straße unterspült und einstürzen lassen, dass sogar ein am Straßenrand parkendes Auto in das Loch einsackte. Heute inspizieren Mitarbeiter einer Cottbuser Firma die marode Wasserleitung. Mit einer speziellen Kamera blicken sie in das Innenleben. Jetzt sehen wir, dass wir also durchkommen und von der Warte ist jetzt alles gut. Jetzt können wir wieder zurück die Kamera und dann fangen wir an mit Rohr einziehen. Die alte Wasserleitung wird also nicht ausgewechselt. Stattdessen wird auf insgesamt 100 Metern Länge ein neues Rohr in das alte eingezogen. Ein Verfahren, das die Bauarbeiten beschleunigen soll. Die Rohre werden im Laufe der Woche ausgetauscht. Und im Anschluss werden die hygienischen Untersuchungen, die auch noch mehrere Tage dauern, bis die Laborbefunde da sind, dann ist das Rohr erstmal wieder komplett funktionsfähig. Und dann geht es natürlich daran, die Straße wieder herzurichten. In der ersten Juliwoche soll die Straße dann wieder befahrbar sein. Weitere Meldungen jetzt noch einmal, Christina. In Neuendorf bei Fürstenwalde ist heute eine neue Sommerausstellung eröffnet worden. Sie beschäftigt sich mit der weitgehend unbekannten jüdischen Geschichte des Ortes. Wichtiger Teil der Ausstellung sind vier thematisch gestaltete Gewächshäuser, die über den Ort verteilt sind. Sie sollen unter anderem an die gärtnerische und handwerkliche Ausbildung auf dem Hof erinnern. Juden erlernten dort Berufe, die ihnen in Palästina hilfreich sein konnten. In der Kulturscheune werden außerdem die Lebensgeschichten der jüdischen Bewohner näher beleuchtet. Wir wollen genau im Grunde genommen diese Grenze bespielen zwischen diesen beiden Welten der jüdischen Gemeinschaft, wo wir bis heute erleben, wie wichtig diese Zeit in Neuendorf gewesen ist, weil es junge Menschen waren, die aus einer Not heraus erfindungsreich geworden sind und sich für die Auswanderung vorbereitet haben und im Dorfalltag, der sich um sowas salopp gesagt nicht scheren musste. Ab 1941 wurde das Landwerk Neuendorf von den Nationalsozialisten zum Zwangsarbeits- und Sammellager umfunktioniert. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr so wenig Ehen geschieden worden wie seit 19 Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Statistikamtes waren es fast 4.700 Fälle und damit 3,2% weniger als im Vorjahr. Das schwierigste Ehejahr ist demnach das sechste. Hier endeten die meisten Ehen. Und mehr als die Hälfte der Scheidungen reichten die Frauen ein. Heute feiert das Fahrrad Geburtstag. Vor genau 200 Jahren präsentierte Karl Drais das erste Mal seine Erfindung. Heute kennt sie jeder.
Zu diesem Jubiläum gab es 3 neue Fahrräder in Signalfarben für die Universität in Cottbus. Präsident Steinbach testete die neuen Werbeträger gleich selbst. Die 2 Räder sollen für ein Studium an der Brandenburgischen Technischen Universität werben. Studenten fahren damit in Zukunft an ihre Heimatgymnasien und berichten über das Studienangebot an der BTU. Die Werbekampagne, die in Berlin mit einer ähnlich beklebten S-Bahn begann, wird so fortgesetzt. Sprach- und Verständnisbarrieren überwinden. Das versuchen Schüler der Maxim-Gorki-Oberschule Bad Saarow zusammen mit Flüchtlingskindern. Ihr Thema sind Animationsfilme. In Workshops haben sie dazu mehrere Kurzfilme erstellt. Grundlage waren Namen oder Begriffe aus verschiedenen Kulturkreisen, die die Schüler in ihrer eigenen Handschrift schrieben. Anschließend wurden sie animiert. Einen Teil der Filme haben die Schüler zusammen mit Künstlern vertont. Die anderen werden bei mehreren Vorführungen live eingespielt. Morgen sollen die Filme im Jugendclub des Ortes präsentiert werden. Im September werden sie außerdem im Rahmen des Festivals Film ohne Grenzen in Bad Saarow zu sehen sein. Mit dem Bild Sunday von Edward Hopper ist eins der wichtigsten Werke in der neuen Ausstellung des Museum Barberini in Potsdam aufgehängt worden. Ab Samstag zeigt das Museum die Schau von Hopper bis Rothko, Amerikas Weg in die Moderne. Neben 67 Bildern aus der Phillips Collection in Washington wird auch ein Mobile von Alexander Korda zu sehen sein, das vorerst noch als Modell in der Ausstellung hängt. Woran glaubst du, ist das Motto der ARD-Themenwoche. Heute schauen wir auf die Katholiken in Brandenburg. Vielleicht gäbe es bis heute mehr davon, wenn die Reformation nicht eingeführt worden wäre. Aber immerhin, die Zahl der katholischen Kirchenmitglieder hat sich hier in den vergangenen 15 Jahren kaum verändert, scheint also stabil. Die Kirchengemeinde Groß-Räschen ist dabei die kleinste katholische Gemeinde in Brandenburg. Das war aber mal anders. In Welzow erfährt Jana Gebauer, warum. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Sie sind wenige. In der Frühmesse sind sie oft nur zu dritt hier in Welzow. Aber sie halten treu an ihrem katholischen Glauben fest. Er ist mir Heimat, Heimat in allem. Ich bin hier geboren, habe auch andere Gemeinden kennengelernt, aber ich habe mich hier immer wieder zu Hause gefühlt. Das wurde ja immer wieder weitergegeben, von Generation zu Generation. Es ist irgendwie ein Ruhepunkt, bei dem man immer irgendwie auch Zuflucht findet, auch in schwierigen Situationen. Und deshalb komme ich auch gerne hierher. Samstag zur Heiligen Messe sind sie bis zu 20 Gläubige. Rund 100 gibt es zurzeit in Welzow. Doch bis zur Wende gab es in der Stadt deutlich mehr Katholiken. Das Geschäft mit der Kohle lockte einst viele Bergarbeiter katholischen Glaubens aus Polen hierher. Und auch durch die Glashütten, 3 gab es in der Stadt, kamen viele überwiegend katholische Arbeiter aus Tschechien nach Welzow und blieben über Generationen. Es war schön, vor allen Dingen hatten sie auch viele Kinder. Nicht? Es war also eine gefüllte Kirche, kann man sagen. Nicht? Und wir waren über diesen Zuwachs sicherlich sehr glücklich und haben dadurch das christliche Leben hier richtig erlebt. Doch die Arbeit in Welzow wurde weniger, viele Arbeiter gingen fort. In der DDR wurden Kirche und Glauben dann bekämpft. Brigitte Stelzer hat das selbst erfahren. Als sie studieren wollte, bekam sie folgende Antwort. Wir aber glauben nicht, dass Sie die Forderungen eines fortschrittlichen Studenten der Deutschen Demokratischen Republik erfüllen wird. Grund war, ich war nicht in der FDJ und ich stand halt treu zur Kirche. Viele wendeten sich aber vom Glauben ab. Die Katholiken wurden noch weniger. Mittlerweile ist die angrenzende Gemeinde Groß-Räschen auch für die Welzower Gläubigen verantwortlich. Durch diese Zusammenlegung finden jetzt deutlich mehr Gläubige den Weg in die Kirche. Rund 650 Katholiken sind es insgesamt mit Welzow. Der aus Indien stammende Priester ist froh über jeden, der kommt. Jeder Priester wünscht sich so, ist es. Wie eine mehr junge Familie kommen würde, das ist ein richtig. Und ein leichter Aufwärtstrend ist schon zu spüren. Gerade auch wieder durch den Zuwachs in der Stadt, was man auch in der Gemeinde merkt, auch wieder mehr dazukommen. Dass wir junge Familien bekommen, dass wir Kinder bekommen, die gerne auch zu uns kommen dann und die auch diesen Glauben weiterleben. Ich glaube, wenn wir den Glauben authentisch ganz echt leben, dann passiert alles andere von alleine.
Für die Lausitzer Katholiken ist der Glaube keine Frage der Zahl. Sie hier bauen an einem Markenzeichen des Spreewalds. Ja, und heute hatten Sie auch gutes Wetter dafür. Wie es weitergeht, weiß Ulrike Fink. Was gehört zum Spreewald? Ein Kahnfährmann, ein Kahn und natürlich ein Heuschober. So einer wird hier heute aufgebaut. Dafür müssen wir aber erst mal übersetzen. Das ist die kürzeste Kahnfahrt wahrscheinlich, Hilfe, die ich je gemacht habe. Wir sind schnell drüben, ne? Ja, das dauert 23 Sekunden. Achtung, festhalten. Ja, dann zählen wir mal ein, ne? Ich halte mich fest. Das läuft. Es gibt keinen anderen Ort in Deutschland, wo Heuschober in dieser Art und Weise gebaut werden. Warum hier so im Spreewald? Ja, im Spreewald haben wir diese Wiesen mit dem Hochwasserthema. Hier muss man mit Winterstau, mit Wasser über die Fläche rechnen im Winter. Und dieses Futter, was ja für den Winter gedacht ist, kann man nur so erhalten und lagern, indem man einen Schober baut. Ein Schober mit einem Untergestell, das dann das Wasser drunter durchfließen kann und dann dieser Heuschober letztendlich fürs Winterfutter bereitstellt. Warum keine Scheunen? Ja, Scheunen, dafür sind die Höfe zu klein gewesen. Manche sind ja sogar Insellagen und da war die Fläche eben sehr knapp. Also wir gucken uns das jetzt gleich mal an und klettern da hoch. Also ich in diesem Falle, wie man nämlich richtig stapelt, darauf kommt es an, ne? Genau, ja. Denn das Futter soll ja auch nicht durch Regen oder anderes Wasser wieder verschimmeln oder anderweitig unbrauchbar werden. Also musste so ein Schober ganz fachgerecht gepackt werden. Prima, naja, da mache ich jetzt gleich mal mit vor die Wetteraussichten für heute Nacht und morgen. Genau. In der Nacht zum Dienstag regnet es im Norden von Brandenburg, ansonsten bleibt es trocken. Die Temperaturen gehen bis auf 11 Grad zurück. Am Tag wechseln sich Sonne und Wolken ab, nur im Havelland wird es nass. Die Temperaturen schwanken zwischen 18 und 22 Grad. So, da kommt wieder eine Fuhre Heuerbrand. Jetzt müssen wir was machen? Treten? Ja, die wird um die Stange gelegt und festgetreten, um die äußere Schichten zu binden und festzuhalten, damit der Schober auch Stabilität bekommt. Okay, denn so ein bisschen wackelt der hier so, ne? Ist ein bisschen wie Wackelpudding. Der Schober setzt sich ja noch. Wenn er jetzt fertiggestellt ist, dann setzt er sich noch im Laufe eines Jahres fast einen Meter, wird er kleiner. Was ist die ideale Form eines Heuschobers? Die Zwiebelform ist natürlich optimal, damit das Heu von außen her nicht verrottet, damit das Wasser ablaufen kann. Bei dieser Zwiebelform kann es perfekt ablaufen. Wir trampeln weiter, solange die Wetteraussichten für die kommenden 3 Tage. Hier oben ist gemütlich. Der Donnerstag wird mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 26 Grad am schönsten. Am Freitag gehen die Temperaturen bis auf 23 Grad zurück und es muss auch immer wieder mit Schauern und gebietsweise auch Gewittern gerechnet werden. 3 Meter muss er noch höher, der Heuschober. Aber das Beste an der Arbeit ist, man kann sich überall plumpsen lassen und herrlich ausruhen, theoretisch. Dankeschön, Ulrike Fink. Und hier kann man sie auch plumpsen lassen. Was für ein toller Anblick. Kornblumen inmitten Walde, soweit das Auge reicht. Und Sven Sommer schreibt zu seinem Foto, warum in die Ferne schweifen, wenn ein blaues Meer direkt vor der Tür liegt. Ja, dankeschön. Das war's von uns. Und nach der Tagesschau geht es hier gleich weiter mit unserem Verbrauchermagazin Supermarkt. RBB aktuell meldet sich um 21.45 Uhr. Da geht es auch um Sicherheit im Internet anlässlich des Digitalgipfels der Bundesregierung heute. Wir dann morgen wieder. Bis morgen. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Seit September 2015 machen deutsche Automobilhersteller immer wieder Negativschlagzeilen. Abgasskandal, erhöhte Schadstoffwerte auch beim Porsche Cayenne. Sicherheitsfragen, alle Innenminister treffen sich in Dresden. Rekordjäger, Deutschlands bester Sporttaucher, kommt aus Plauen. Der MDR Sachsenspiegel, heute mit Anja Köbel. Guten Abend. Nun also auch Porsche. Das Nachrichtenmagazin Spiegel will in einem Test herausgefunden haben, dass auch der Sportwagenhersteller aus Stuttgart in Sachen Abgaswerten manipuliert. Bei einem Test wurden deutlich erhöhte Stickoxidwerte nachgewiesen. Betroffen ist der Cayenne, jenes Auto also, das in Leipzig gebaut wird.
der Porsche-Verkaufsschlager Cayenne sauber verpackt in Leipzig. Doch bereits 2015 stellten US-Behörden auch bei Porsche fest, dass nicht alles so sauber ist. Rund 13.600 Modelle wurden in Amerika mit der illegalen Software ausgeliefert. Der Spiegelbericht bestätigt nun die Manipulation, allerdings bei einem Modell von Ende 2016. Demnach ergaben Messungen beim TÜV Nord zunächst, dass der Schadstoffausstoß im erlaubten Bereich liege, wenn das Auto merkt, dass es auf einem Prüfstand ist. Werden aber Straßen- bzw. Geländebedingungen simuliert, in denen das Auto angehoben wird, überschreitet der Schadstoffausstoß den zulässigen Grenzwert um 68%. Porsche reagiert schriftlich auf unsere Anfrage. Die Ergebnisse sind für uns nicht plausibel nachvollziehbar. Veranlasst durch den Spiegeltest hat Porsche eigene Messungen an einem vergleichbaren Fahrzeug Cayenne V6 TDI durchgeführt. Dabei wurden die gesetzlich geforderten Stickoxid-Grenzwerte erfüllt. Und weiter, Porsche kooperiert uneingeschränkt mit den Behörden. Wir sind grundsätzlich auch mit dem Kraftfahrtbundesamt zu allen aktuellen Themen in Kontakt. Beim Kraftfahrtbundesamt laufen wiederum bereits Tests, die nicht abgeschlossen seien und auf neue Hinweise angepasst würden. Sollte sich der Manipulationsverdacht erhärten, könnten die Autos sogar ihre Zulassung verlieren. Ob dem Wirtschaftsstandort Leipzig als Cayenne-Hauptproduzent dadurch ein Schaden entsteht, wollte die Stadt heute nicht kommentieren. Der Fall sei noch zu spekulativ. Es war ein sonniger, ein heißer Tag gestern und das auch in Plauen. Doch was die 27 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ostvorstadt noch erleiden mussten, war eine Hitze, die zerstörerisch ist. Kurz nach 9 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in dem Wohnhaus gerufen. Zwar konnte der schnell gelöscht werden, doch die Folgen für die Bewohner sind gravierend. Auf den ersten Blick ist nicht viel zu erkennen. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich, hier kann erst mal keiner mehr wohnen. Das Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in Plauen ist komplett ausgebrannt. Die Bewohner, hauptsächlich Familien aus Osteuropa, konnten sich gestern gerade noch in Sicherheit bringen, bevor die Feuerwehr alles abriegelte und den Brand bekämpfte. Ich weiß nicht, warum hat gebrennen die Haus, aber jetzt ist das ist die Probleme. Viele Kinder sind hier und viele Menschen und ich weiß nicht, wo jetzt wo kann gehen jetzt. Und ich weiß nicht jetzt, was kann passieren. Ich weiß nicht, wer kann helfen jetzt. 27 Bewohner sind nun ohne Obdach. Löschwasser ist durch die Decken gelaufen. Sicherheitshalber wurde der Strom abgestellt und das Haus abgesperrt. So lange, bis die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei ihre Arbeit beendet haben. Wer oder was das Feuer auslöste, ist noch unklar. Für uns ist es natürlich wie bei jedem sozusagen Tatort wichtig zu schauen. Hier in dem Fall kann es sich um elektrische Geräte handeln, die in irgendeiner Art und Weise eine Fehlfunktion hatten. Oder ist es eine fahrlässige Brandstiftung? Das heißt, hat das jemand selbst verschuldet? Und diese Fragen gilt es jetzt in der nächsten Zeit so schnell wie möglich zu klären. Vorerst sind alle Bewohner des Hauses bei Freunden oder Verwandten untergekommen. Es kann Monate dauern, bis sie hierher zurückkehren können. Der Freistaat Sachsen hat ja in diesem Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz. Und das bedeutet, dass auch hier wichtige Treffen stattfinden. Seit heute kommen in Dresden die Chefs der Innenressorts von Bund und Ländern zu ihrer Frühjahrstagung zusammen. Die Liste der Themen, die bis Mittwoch behandelt werden sollen, ist lang. Einen wesentlichen Schwerpunkt aber wird es geben, den Bereich der Terrorabwehr. Absperrgitter und sogenannte Nizza-Blöcke wurden zur Absicherung der Konferenz rund um den Tagungsort im Dresdner Kongresszentrum aufgestellt. Hier in unmittelbarer Nähe des Landtags patrouillieren die Sicherheitskräfte auch mit Reiterstaffeln. Eine akute Gefährdungslage bestehe derzeit nicht, teilt die Polizei mit, aber man will auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Selbst wenn man uns jetzt nicht immer sieht, haben wir noch sogenannte Interventionskräfte oder Spezialeinheiten in der Hinterhalt, die für den Fall das eben tatsächlich parat stehen. Die Besonderheit ist, dass das Objekt natürlich und dass die Tagung quasi einen Rund-um-die-Uhr-Schutz benötigt über mehrere Tage, sodass sich unsere Einsatzkräftezahl dann doch summiert. In Spitzenzeiten sind also über 500 Kollegen hier im Einsatz. Das Stichwort Sicherheit ist eines der zentralen Themen des dreitägigen Treffens und dabei besonders die Terrorabwehr. Sachsens Innenminister Ulbich ist der Vorsitzende der Konferenz. Für ihn hat die Frage nach dem Umgang mit terroristischen Gefährdern absolute Priorität. Und er unterstützt den Vorstoß Bayerns und anderer Länder nach einer bundesweiten Schleierfahndung. Wir können in Deutschland keinen Flickenteppich beim Thema innere Sicherheit gebrauchen, sondern müssen dafür sorgen, dass wir einheitliche Standards überall in allen Ländern haben. Deswegen ist das Thema Schleierfahndung
Für mich zum Beispiel besonders wichtig, dass man im grenznahen Gebiet oder an sonstigen Plätzen auch mal anlasslos kontrollieren können muss. Ein Thema, das hier kontrovers diskutiert werden dürfte, denn vor allem die SPD-geführten Länder sind dagegen. Am Mittwoch wird mit konkreten Beschlüssen gerechnet. Ja, die Kollegen von Fakt ist nehmen die Innenministerkonferenz zum Anlass, um über Videoüberwachung zu diskutieren. Achtung Kameras, bringt mehr Videoüberwachung wirklich mehr Sicherheit? Das ist die Frage. Andreas, warum habt ihr dieses Thema denn ausgewählt? Na, Anja, wir haben es ja gerade gehört, bei der Innenministerkonferenz ist Terrorabwehr, Gefahrenabwehr ein großes Thema. Dazu gehört auch die Videoübertragung oder die Videoüberwachung. Zweitens, die Videoüberwachung, die wird deutschlandweit ausgebaut. Und drittens, wir sind davon betroffen, auch wenn wir es gar nicht so merken. Es gibt schätzungsweise 500.000 bis 1 Million Überwachungskameras in Deutschland. Und man gerät da ganz schnell rein. Man bemerkt es oft gar nicht. Unser Kollege Cajetan Dürlich, der hat sich mal in Dresden sehr bewusst umgesehen. Und der ist dann auch in den Fokus von solchen Überwachungskameras geraten. Sie beobachten uns auf Schritt und Tritt. Videokameras. Doch wie viele gibt es in Dresden? Wir starten unser Experiment hier direkt am Dresdner Hauptbahnhof und laufen dann quer durch die Dresdner Innenstadt zur Frauenkirche. Und ich bin gespannt, wie viele Kameras uns begegnen werden. Dabei interessieren uns gar nicht die vielen Kameras im Hauptbahnhof, sondern die davor. Wir müssen nicht lange suchen und schon werden wir auch fündig. Tja, wir sind jetzt hier am Fernbusstand und da oben haben wir schon zwei Kameras, die richtig schön den ganzen Platz aufnehmen. Wer sich rund um den Dresdner Hauptbahnhof bewegt, hat de facto keine Chance, dem Blick der Kameras zu entgehen. Weiter geht es Richtung Prager Straße. Also die Kamera da oben, die hätte ich ja fast übersehen. Ich frage mich, wo die eigentlich genau hinfilmt. Auf Nachfrage hieß es, die Kamera sei inzwischen nicht mehr in Betrieb. Aber der Eingangsbereich des Hotelgebäudes wird gefilmt. Entlang der Prager Straße gibt es nur wenige, die auf Kameraüberwachung vor den Geschäften setzen. Aber die, die es tun, filmen offenbar auch direkt in den Fußgängerbereich. Ja, ich muss gestehen, ich hätte hier auf der Prager Straße in Dresden viel, viel mehr Kameras erwartet. Wir haben gerade mal 4 insgesamt bisher gezählt. Deutlich unter meiner Erwartung. Und hier auf dem zentralen Altmarkt in Dresden, wo jedes Jahr der traditionelle Striezelmarkt stattfindet, haben wir keine einzige Kamera entdeckt. Am Platz rund um die Frauenkirche sind auf den ersten Blick keine Kameras zu finden. Trotzdem werden wir auch hier fündig. Ja, und bei einer Kamera musste ich dreimal gucken, dass ich sie als Kamera enttarne, nämlich die da oben, die hier beim Juwelier hängt. Und ich frage mich schon, wo die genau hinfilmt. Rund 1,5 Kilometer sind wir jetzt gelaufen, vom Hauptbahnhof bis hierher. Und Ergebnis unseres kleinen Tests, 16 Kameras haben wir gezählt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die ein oder andere noch übersehen haben. Und eines wird schon deutlich, es sind eben nicht nur Polizei und Ordnungskräfte, die solche Videoüberwachung einsetzen, sondern auch ganz, ganz viele Private. Und deswegen wollen wir das heute Abend mal testen. Wir haben so einen privaten Anbieter, der uns hier vorm Studio eine mobile Videoüberwachung aufbaut. Und wir wollen dann heute Abend in der Sendung mal sehen, wie funktioniert so etwas? Was erfassen die Kameras? Was ist da zu sehen? All das testen wir dann heute Abend bei Fakt ist. Andreas, vielleicht noch ein Wort zu den Gästen. Wer diskutiert denn heute Abend mit? Ja, also zu Gast sein wird unter anderem der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, bekanntlich ein großer Befürworter der Videoüberwachung. Und der sagt, diese Videoüberwachung, die bringt deutlich mehr Sicherheit. Deutlich anders dürfte das der innenpolitische Sprecher der Linken im Sächsischen Landtag sehen, Enrico Stange. Der sagt, schauen Sie mal nach London, eine der meist überwachten Städte. Und trotzdem hat es diese schrecklichen Anschläge in der Vergangenheit gegeben. Außerdem dabei eine Datenschützerin und ein Polizist. Na, das verspricht auf jeden Fall ein spannender Schlagabtausch zu werden. Bringt mehr Videoüberwachung mehr Sicherheit? Das ist die Frage. Das Thema dann heute bei Fakt ist. 22:05 Uhr geht's los.
Der Strafvollzug in Sachsen kommt wegen der rapide gestiegenen Zahl ausländischer Gefangener an seine Belastungsgrenze. Das meldet die Leipziger Volkszeitung unter Berufung auf das Justizministerium. Aktuell befinden sich insgesamt 964 Häftlinge mit Migrationshintergrund in den Haftanstalten des Freistaates. Das entspricht einer Quote von 28,3%. Weitere Nachrichten gibt es nun im Überblick. Prozesswende. Im sogenannten Wunderlich-Prozess gibt es offenbar ein Zellengeständnis des Angeklagten. Dem Vorsitzenden Richter zufolge soll der 62-Jährige die Tat gegenüber einem Mithäftling eingeräumt haben. Im Prozess schwieg der Mann zu den Vorwürfen. Dem Frührentner wird vorgeworfen, vor über 30 Jahren eine 18-Jährige nahe Plauen vergewaltigt und getötet zu haben. Grundsteinlegung. In Dresden entsteht für 40 Millionen Euro eine der modernsten Aus- und Weiterbildungsstätten in Dresden. Am Nachmittag wurde der Grundstein für das neue Bildungszentrum der Handwerkskammer gelegt. Es soll 2019 fertig sein und über 40 Werkstätten, Prüflabore, Unterrichts- und Seminarräume verfügen. Einblicke. Die mobile Ausstellung des Jüdischen Museums in Berlin tourt derzeit durch Sachsen. Bis Freitag präsentieren die Museumspädagogen die interaktive Ausstellung an 5 Schulen im Freistaat. Mit der Schau erhalten Schüler auf vielfältige Weise Einblicke in das Judentum. Seit 2007 ist das mobile Museum on Tour und besuchte bundesweit über 500 Schulen. Es begann 2001 mit einem kleinen Start-up der TU Dresden, hervorgegangen aus dem Institut für angewandte Photophysik. Die Gründer und Entwickler von NovaLEDs hatten das Ziel, erst Lampen zum Strahlen, später Displays in Handys und Bildschirmen zum Leuchten zu bringen. Ein Ziel, das erfolgversprechend war, denn aus der kleinen Tüftlermannschaft ist ein gestandenes Unternehmen geworden. So gestanden, dass Samsung NovaLED 2013 in seinen Elektronikkonzern aufgenommen hat. Und heute folgte der nächste Meilenstein. Grundsteinlegung für ein Hightech-Erfolgsmodell. Der Entwickler von organischen Leuchtdioden NovaLED hat in Dresden bald ein neues Firmendomizil für Forschung und Entwicklung. Dabei war der Erfolg so am Anfang nicht absehbar. Die Gründer hatten 2001 eine Vision, Schlüsselzutaten für organische Leuchtdioden. Doch es dauerte, bis der Markt die Alternative zu LCD- und Plasmatechnik erkannte. Mittlerweile ist die Dresdner Technologie in vielen Handy-Displays und Fernsehbildschirmen aus Fernost eingesetzt. Inzwischen platzen Forschung und Entwicklung mit 135 Mitarbeitern aus allen Nähten. Es ist relativ beengt. Der Reinraum hier ist vollgestellt mit Tools. Wenn man um die Ecke sieht, man kann gar nicht relativ weit reinschauen, weil so viele Tools drinstehen. Da erhoffen wir uns in dem neuen Gebäude doch mehr Freiraum. Mehr Freiraum wird es geben. Auf 6.000 Quadratmetern soll künftig entwickelt werden. 25 Millionen Euro investiert Samsung. Das Engagement der Südkoreaner in Dresden kommt nicht von ungefähr. Es ist eine sehr einzigartige Technologie für den Erfolg in der OLED-Industrie. Wir haben diese große Chance gesehen für das Handy. Das ist der wichtigste Grund. Gerade Start-up-Unternehmen, die wirklich gute Ideen haben, verzweifeln manchmal, weil eben an manchen Stellen nicht das Geld fließt zur richtigen Zeit. Und wir hatten da wirklich zweimal Glück, dass uns Investoren immer wieder geholfen hatten, die an unsere Sache geglaubt hatten. Seit der Samsung-Übernahme ist der Umsatz von 26 auf 66 Millionen Euro gestiegen. Mehr Wachstum geht nur mit mehr Fläche. Im Juli 2018 soll der Umzug starten. Seit gestern stellt die ARD-Themenwoche die Frage: Woran glaubst du? Und so suchen auch wir Antworten darauf. Heute an der TU Dresden. Mein Kollege Roland Kühnke traf einen Elektroingenieur und fragte ihn nach seinem Verhältnis von Wissen und Glauben. Also kann man Gott ins Handwerk pfuschen, indem man wissenschaftliche Erklärungen für Phänomene sucht und trotzdem an Gott glauben? Was empfinden Sie dabei, wenn Sie solche Naturphänomene hier in die Halle holen? Das ist eben das Spannende an Wissenschaft, dass man genau die physikalischen Phänomene im kleinen Format hier innerhalb des Labors noch einmal abbilden kann. Und was wir hier ganz deutlich spüren, man kann eben Elektrizität, man kann hohe Spannungen hier sehen, man kann sie hören, man kann sie aber immer auch nach einiger Zeit riechen, weil dabei Ozon gebildet wird, was man dann wahrnehmen kann im Labor natürlich nur. An der Technischen Universität in Dresden forschen sie am Bauplan unserer Erde. Ich bin in der Fakultät Elektrotechnik verabredet.
Ohne konstante Stromversorgung ist doch unser öffentliches Leben nicht mehr vorstellbar. Die permanente, stabile Energieversorgung ist eine Herausforderung. Und die wird nicht kleiner, denn die Weltbevölkerung wächst weiter rasant. Das Spezialgebiet von Professor Steffen Großmann ist die Übertragung von Energie. An welchem Punkt in Ihrem Leben haben Sie festgestellt, genau das ist mein Thema? Ich glaube, das geht schon ganz, ganz lang zurück. Das geht schon in die späte Kindheit zurück, dass ich mich begonnen habe, mit Elektrotechnik zu beschäftigen. Und von da an hat eigentlich auch diese Frage des Umgangs mit Ressourcen immer eine, für mich persönlich eine große Rolle gespielt. Schöner Anfang für ein Gespräch, Herr Professor. Aber was halten Sie vom ersten Satz der Bibel? Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Kann ein Wissenschaftler überhaupt an Gott glauben? Ich denke schon. Das eine schließt das andere für mich nicht aus. Inwiefern? Wie funktioniert das? Wie geht das miteinander? Auf der einen Seite an eine höhere Macht zu glauben, auf der anderen Seite dem Gott ja mit seinem täglichen Wirken ins Handwerk zu fuschen ständig. Alle unsere physikalischen und naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die wir kennen, die auch beweisbar sind, gehen doch alle aber haben aus meiner Sicht einen gemeinsamen höheren Ursprung und Zusammenhalt. Diese Komplexität ist einfach da und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, ja, da darf es auch etwas Höheres geben als das, was wir derzeit überhaupt in der Lage sind zu erfassen. Läuft also doch alles auf einen Schöpfer hinaus? Und der zieht dann manchmal seinen Vorhang zur Seite und verrät Ihnen dabei seine Tricks von der Erschaffung der Welt? Und Sie müssen dann nur mitschreiben? Wie dicht hat sie denn der Schöpfer, so es einen gibt, überhaupt schon herangelassen? Wie wichtig ist Ihnen Wissen? Wissen ist für mich eine ganz, ganz wichtige Größe. Nur weiß ich auch, dass ich nur ganz, ganz wenig von dem weiß, was die Menschheit heute wissen kann. Bei allen Dingen, die ich nicht weiß, muss ich dem Wissen anderer glauben. Ein Mann auf dem Weg. Wer weiß, vielleicht findet er am Ende den Bauplan. Achtung, ich schalte ein. Das ist jedes Mal nicht nur da oben ein Kribbeln, das ist auch ein Kribbeln im Finger. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ja, deswegen macht die Sache auch toll Spaß. Interessante Zusammenhänge. Was haben ein Burggeist, ein Steinbock und der Herr von Karlowitz gemein? Wir zeigen es Ihnen gleich. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Prozessauftakt. Wegen versuchter Nötigung muss sich seit heute eine 63-jährige Frau vor dem Amtsgericht Zwickau verantworten. Die bekennende Reichsbürgerin hatte wegen der Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen von einer Rechtspflegerin und einer Gerichtsvollzieherin Schadenersatz in Höhe von 60 und 130 Millionen Euro gefordert. Zur Durchsetzung ihrer Forderungen hatte die Frau ein Inkasso-Unternehmen auf Malta gegründet. Ansiedlung. Die Münchner Krauss-Maffei-Gruppe will ihr Ersatzteillager nach Plauen verlegen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll im kommenden Jahr die gesamte Logistik im Plamag-Areal aufgebaut werden. Mit dem Umzug sollen in Plauen bis zu 20 neue Arbeitsplätze entstehen. Der Spezialmaschinenbauer hatte vergangenes Jahr die insolvente Plamag-Maschinenbaugesellschaft übernommen. Pro und Contra. In Annaberg-Buchholz trafen sich am Nachmittag Abtreibungsbefürworter und Abtreibungsgegner zu Demonstrationen. Zum 8. Schweigemarsch für das Leben hatte der Verein Lebensrecht Sachsen aufgerufen. Die Befürworter von Abtreibungen versuchten den Marsch der Abtreibungsgegner zu verhindern. Die Polizei sicherte beide Veranstaltungen ab. Sommerferienaktion. Rund 100 Bibliotheken in Sachsen laden ab heute zum Buchsommer ein. Die landesweite Leseaktion wurde am Vormittag in Freital eröffnet. Teilnehmen können Schüler zwischen 11 und 16 Jahren. Sie erhalten am Ende des Buchsommers ein Zertifikat, wenn sie mindestens 3 neue Bücher gelesen haben. Die Aktion findet seit 2012 während der Sommerferien statt. Wenn morgen auf dem renommierten internationalen Kinderfilmfest Goldener Spatz in Gera der Spixel vergeben wird, ein Preis für Filme nicht über, sondern von Kindern, dann ist auch ein sächsischer Beitrag im Spixelrennen. Der Streifen von Wäldern und UFOs, 800 Jahre Burg Schönfels. Den haben Schulkinder aus Lichtenthanne bei Zwickau gemacht. Und wir schauen jetzt mal hinter die Burgmauern dieses liebenswerten Projektes.
diese Mauern sind 800 Jahre alt. Ihre PR-Strategen? Kinder. Alle hier haben über Burg Schönfels, die zur Gemeinde Lichtentanne bei Zwickau gehört, den Film von Wäldern und UFOs gedreht und erzählen darin von den einstigen Burgbewohnern. Kim und ich, wir waren die Hauptfiguren. Ich habe einen Burggeist dargestellt. Und ich habe den Steinbock dargestellt auf dem Wappen. Ich war dann halt der Herr von Karlowitz. Wo man zum Beispiel gedreht hat und da was Interessantes war, da schaut man jetzt halt eben überall hin. Der charmante Kurzfilm wurde gerade erst auf dem Kinderfilmfest Goldener Spatz in Gera gezeigt. Was für ein Erfolg für den Burg-Blockbuster. Ich bin sehr zufrieden, weil mich selbst eine Lehrerin letztens darauf angesprochen hat. Manchmal ging es dann eben so, dass jemand die Tür aufmacht, dass irgendwas runterfällt oder so. Und dann macht das ja ein lautes Geräusch und dann geht es schon in Gedanken so, nee, jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr. Das Geld für die Filmarbeit kommt aus einem Fördertopf vom Bund, der damit für ländliche Regionen wie dem Pleißenland mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen will. Man lernt beispielsweise die Kameratechnik kennen. Die Kinder haben ja den Film selbst gedreht, sie haben geschauspielt, sie haben die für den Trickfilm gezeichnet. Das ganze Projekt haben die Kinder selbst auf die Beine gestellt. Aktuell beobachten die Kamerakinder im Burghof die Endproben für Cyrano vom Theater Zwickau. Kunst, Kultur und coole Kids, das gehöre einfach zu Schönfels, sagt die Burgchefin. Wir versuchen das immer zu verknüpfen, dass eben die Kinder zum Beispiel da sind, wenn wir Großevents haben und da auch mal hinter die Kulissen schauen und vielleicht ihren Fotoworkshop weiter ausbauen können und so profitieren eigentlich alle davon. Und uns macht's Spaß. Fun-Faktor in der Kemenate von 1460. Herzensbildung im Zeichen der Burg. Drücken wir den Zwickauern mal die Daumen. Vielleicht klappt es ja mit einem Preis. Was für ein berauschendes Gefühl es ist zu gewinnen, das weiß ja nicht nur Marx, sondern das weiß auch ein junger Plauner, um den es jetzt geht. Damit tauchen wir also ein in den Sport sozusagen. Schönen guten Abend. Denn wir beginnen mit Flossenschwimmen. Und da gehören Russland, China und Italien zu den führenden Nationen. Aber auch Deutschland ist da auf einem sehr guten Weg, hat in den letzten Jahren mächtig aufgeholt. Und das liegt vor allem an den Sportlern des TC Nemo Plauen und des SC DHFK Leipzig. Die trainieren in Leipzig bei Bundestrainer Lutz Riemann. Und einer von ihnen, der geht sogar äußerst erfolgreich auf Weltrekordjagd. Hier unten ist er einer der Besten. Max Poschardt, 22 Jahre Sportsoldat, Deutschlands erfolgreichster Sporttaucher. Letzte Woche noch mal durchatmen hier in Leipzig. So kurz vor der Europameisterschaft im Apnoe-Tauchen auf Sardinien. Max Poschardt hält 3 Weltrekorde im Flossenschwimmen. Den letzten stellte er Anfang Mai auf bei den deutschen Meisterschaften. Über 100 Meter, ein ungeplanter Weltrekord, so nebenbei. Richtig realisiert habe ich es erst beim Anschlag, als ich die Zeit gesehen habe. So wirklich konnte ich es kaum glauben, weil ich das erste Mal wirklich unter 34 Sekunden gewesen bin. Und ja, es war ein Riesenerlebnis und ich kann es eigentlich immer noch nicht wirklich glauben, dass ich es geschafft hatte. Bei der EM auf Sardinien ist Max Favorit. Er ist Weltrekordhalter über 16 mal 50 Meter Streckentauchen. Das heißt 800 Meter unter Wasser, nur kurzes Luftholen nach jeweils einer Bahn. Poschardt schon im Training in bestechender Form. Sein Weltrekord steht bei den 16 mal 50 bei 10,07. Wir haben heute im Training, Thema Grenzen, die 10 Minuten versucht zu unterbieten. Das ist uns gelungen. Er liegt also ungefähr jetzt 20 Sekunden unter seinem Weltrekord vom letzten Jahr. 25 Stunden Training in der Woche, Wasser ohne Ende, kaum Luft zum Atmen. Da bleibt die Frage nach der Willensstärke. Es gibt Tage im Training, wo man echt die Schnauze voll hat und am liebsten nach Hause fahren würde und das Training mal schmeißen wollen würde. Aber dann denkt man sich halt wieder, ja, in 6-7 Wochen ist die EM, sind die World Games und dann motiviert man sich wieder und ja, geht weiter. Und weiter, so viel ist sicher, geht dann auch die Jagd nach den Weltrekorden.
Tja, um Weltrekorde geht es für den Leipziger Hürdensprinter Alexander John zwar nicht, aber zumindest möchte er sich für die Weltmeisterschaften im August in London qualifizieren. Und sollte es damit klappen, da ist bei ihm die Freude besonders groß, denn für John gilt, dabei sein ist alles. Der Sprung ins Hürdenfinale oder gar in die Medaillenränge, das ist für ihn leider ein aussichtsloses Unterfangen. Woher er mit 31 Jahren aber dennoch die Motivation nimmt, Steffen Reichert hat ihn besucht. Alexander John, der Oldie unter Deutschlands Hürdensprintern, der schnelle Mann vom SCD HFK Leipzig, will im August zu den Weltmeisterschaften nach London. Heute Morgen leichtes Training. Die Norm für London hat John auch am vergangenen Wochenende nicht geschafft. Noch fehlt eine Zehntelsekunde fürs Ticket, zum Glück. 4 oder 5 Wettkämpfe hat Alexander noch, da muss es klappen. Ich werde jetzt nicht gleich nervös, wenn in den ersten Wettkämpfen jetzt nicht gleich die Norm fällt. Von daher denke ich, kann ich da ganz gut zehren und bleib relativ ruhig, was die Norm angeht. Welt- und Europameisterschaften, Olympische Spiele. Alexander John startet seit einem Jahrzehnt für Deutschland. Für ganz vorn hat es nie gereicht. Eine halbe Sekunde fehlt zur Weltspitze. Ist dieser Abstand Anlass für Frust? Ist es vielleicht auch für den einen oder anderen unverständlich, dass man, wenn man keine Chance auf Medaillen hat, dass man dann trotzdem jeden Tag hochmotiviert zum Training kommt. Aber für mich ist es Anreiz genug, mein Bestes aus meinem Körper persönlich rauszuholen. Fraglich, ob diese Motive in der Zukunft noch akzeptiert werden. Die Reform des deutschen Leistungssports will mehr Hilfe für Top-Athleten, die um WM-Medaillen kämpfen. Offen ist, ob dann noch genug Förderung für die zweite Reihe übrig ist. In Deutschland ist es halt relativ schwierig, Leistungssport zu treiben, wenn man nicht Bundespolizei oder Bundeswehr ist. Ne? Und ich habe das große Glück, dass ich in der Sportfördergruppe der Bundeswehr sein darf. Aber es gibt durchaus Sportler, die auch gerade Jüngere im Anschluss an die nationale Spitze haben, die aber dennoch, sag ich mal, ums Überleben kämpfen. Ne? Und das ist sicherlich ein Punkt, über den man dann nachdenken muss. Oldie John wird die Reform nicht mehr groß tangieren. So hat er den Kopf frei für die letzten großen Taten. Denn er will es bis Tokio 2020 schaffen, zu seinen dritten Olympischen Spielen. Und Neuigkeiten vom Fußballtransfermarkt habe ich noch für Sie. Zum einen hat Bundesligist RB Leipzig den erst 18-jährigen französischen Innenverteidiger Ibrahima Konaté aus der zweiten französischen Liga verpflichtet, der einen 5-Jahres-Vertrag bei den Leipzigern unterschrieben hat. Und zum anderen verabschiedet sich der Chemnitzer FC vom Drittliga-Rekordschützen Anton Fink, der zum Ligakonkurrenten Karlsruher SC wechseln wird. Ja, das war's von uns für heute. Susanne Langhans schaut mit Ihnen nun noch auf die Wetteraussichten. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.